Es ist echt mal wieder Zeit für neue Nägel und weil ich wieder zu faul bin, die selber auszusuchen, darf jetzt dieser Filter entscheiden. Also Augen zu und schauen wir mal, welche Nägel ich heute bekomme. Oh, okay. Schauen wir mal, ob wir die auch so hinbekommen. Also ab ins Studio. Schau mal, wie hübsch das hier drin ist. Ich liebe ja rosa und es erinnert mich irgendwie an mein Beauty-Studio. Erstmal wurden meine alten Nägel abgenommen, was echt dringend schon war. Und dann neue Tipps aufgeklebt. Heute mal solche mit einer Spitze. Ich mache nämlich auch die Form von den Zufallsnägeln. Also so ein rundes, spitzeres Ding. Wie heißt das, Carolina? Mandelform. Genau, dann auf den Daumen, Mittelfinger und kleinen Finger kam so ein richtig cooles Gold. Und die anderen zwei Finger wurden dann so durchsichtig gemacht. Alles schön abgefräst und in Form gebracht. Ich glaube, mein Lieblingsteil ist, wenn sie das mit diesem Buffer so richtig schön glatt machen. Ich habe dann eine Farbe ausgesucht, die so ähnlich wie der Filter ist, aber ich finde sie sogar noch schöner. Dann kamen natürlich noch die goldenen Sterne und der Mond drauf. Dafür hatten sie schon diese perfekten Dinger dafür. Noch ein Öl und hier haben wir jetzt auch schon das Vorher und das Nachher. Ah, ich finde sie richtig schön. Sogar noch schöner als der Filter.